Die US-Futures erreichen heute Nacht ein neues Allzeithoch und jetzt könnte auch, lange erwartet, der DAX dieses Allzeithoch heute knacken. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Und das, obwohl die Nachrichtenlage nicht gerade gut ist in Sachen Coronavirus. Schauen wir uns mal die neuesten Entwicklungen an. Die chinesischen Gesundheitsbehörden haben eine Pressekonferenz gegeben und dort mitgeteilt, dass 440 Infektionen inzwischen der Fall sind. Mit den neuen Menschen, die tot sind inzwischen, die da also gestorben sind an diesem Lungenvirus. Und wir sehen die Infektionen in Peking, Shanghai, Tianjin, Zhejiang, Henan, Chongqing, Hongkong, Bangkok, Seoul, Tokio, Brisbane, Australien, Taipei und jetzt eben gestern auch Washington State in den USA, also in Seattle genauer gesagt, wo ein Mann aus Wuhan, vermutlich chinesischstämmig, nach Seattle gereist ist und dort eben auch dieses Coronavirus in sich trägt. Jetzt könnte man sagen, naja, okay, das sind ja alles relativ geringe Zahlen, ist jetzt nicht so das Riesenproblem. Aber man muss eben sagen, dass erstens, dass wie dieses Virus scheinbar mutieren kann, also praktisch seinen Charakter, seine Struktur verändern kann. Und daher hat die chinesischen Behörden gewarnt, dass das Virus eben dann sich weiter ausbreiten könnte. Chinesen sollen größere Menschenansammlungen vermeiden, was in China ja ganz einfach ist, meine Damen und Herren. Da gibt es ja so gut wie keine Menschenansammlungen im Reich der Mitte. Jedenfalls wird jetzt unmittelbar vor der Reisesaison, wo Hunderte von Millionen von Chinesen eben das Neujahrsfest begehen und reisen, wird das natürlich ein Riesenthema werden möglicherweise. Und jetzt könnte man sagen, ja okay, ist ja nicht so schlimm, ist halt etwas, was immer wieder auftritt, wird sich nicht wirklich dann deutlich irgendwie in Zahlen widerspiegeln. Warum interessiert sich die Börse dafür? Deshalb, weil eben die Untersuchungen zeigen, dass zum Beispiel beim SARS-Virus aus dem Jahr 2002, 2003 die chinesische Wirtschaft wohl 1-2% ihres BIPs verloren haben dürfte. Einfach weil die Leute weniger konsumieren, weniger ausgehen, Angst haben, in die Öffentlichkeit zu gehen, Menschenansammlungen zu vermeiden. Das ist sozusagen dann ein Mechanismus, der eintritt. Und wenn wir uns mal anschauen, dass vor allem diese Märkte oder diese Segmente betroffen sind, das sind Fluglinien. Gestern der Dow Jones Airlines Index deutlich unter Druck, der Casino Index, hier Casino-Betreiber, die dann eben weniger Kunden wohl einbuchen können und eben Hotels, solche Bereiche, Tourismus, Reise, Transport, das sind die Dinge, die am meisten leiden dürften unter einer solchen Epidemie. Wir haben dann eben auch schlechte Nachrichten eigentlich aus den USA, denn Boeing hat wohl klar gemacht, dass man nicht vor Juni, Juli dann mit der Wiederzulassung des 737 MAX Flugzeugs rechnet. Man hat ja jetzt für Januar schon die Produktion eingestellt, dürfte das fortsetzen und das bedeutet etwa 0,5% weniger Wachstum in den USA des BIP als ohne diese Geschichte. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass mindestens bis Sommer, also zwei Quartale, hier die Lage so bleibt, wie sie derzeit ist, dann ist das ein ganzes Prozent BIP-Wachstum und das ist nicht gerade wenig, was dann fehlen wird. Also auch das ist nicht eine wirklich so richtig gute Nachricht. Gleichwohl, die asiatischen Märkte im Plus haben ins Plus gedreht, nachdem der Shanghai Composite auf dem tiefsten Stand des Jahres war und es liegt möglicherweise natürlich am Global Money Supply der Notenbanken. Hier sehen wir, dass der S&P diesem Money Supply, dieser Liquidität eben folgt. Ray Dalio, der berühmte Hedgefondsmanager von Bridgewater, hat gestern in Davos gesagt, ja, also Cash ist kacke, ihr müsst schon mitmachen bei der Rallye. Aber Ray Dalio hat, ob absichtlich oder nicht, in letzter Zeit immer wieder genau zu einem bestimmten Zeitpunkt Dinge gesagt, die sich dann als genau falsch herausgestellt hatten. Jedenfalls sehen wir, dass die Investoren so ziemlich all in sind. Das ist die konsolidierte Equity Positioning, also die Positionierung in den Aktienmärkten. Die ist so hoch wie seit Anfang 2018 nicht mehr. Man sagt sich, die Fed wird es richten. Larry Kudlow hat ja gestern gesagt, das ist faktisch QE. Man kann es anders nennen, egal, aber es hat eben denselben Effekt, dass die Märkte sich sagen, naja, da wird Angebot aus dem Anleihesegment weggenommen, weil die Fed eben diese Anleihen kauft und auf der anderen Seite vor allem durch die Intervention am Repo-Markt durch die Fed Cash in die Märkte
reingespült. Wir hatten gestern Zahlen noch von Netflix. Die waren eigentlich okay. Die Aktie dennoch dann im Minus. Erstens, weil Netflix doch wieder mal rekordmäßig Cash verbrennt. Nämlich 19 Millionen pro Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so ein bisschen wie bei Tesla. Die Nutzerzahlen waren auch gut eigentlich, aber in den USA eher schwach. Und vor allem die Erwartung für die weitere Zahl der Nutzer in nächster Zeit, die ist doch deutlich gedämpft, weil eben so Konkurrenz mit Disney Plus der Fall war. Wir hatten gestern dann auch noch Zahlen von IBM, die das erste Mal seit langer Zeit mal wieder einigermaßen anständig waren. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an. Das ist hier der China A50, die 50 marktschwersten Werte. Hier die Charts von Capital.com. Hier sehen wir, dass es zunächst nach unten ging. Dann kam diese Pressekonferenz mit eigentlich beunruhigenden Nachrichten in China, nämlich mutierendes Virus. Wir wissen nicht, wo es herkommt. Wir kennen also sozusagen die Wege noch nicht genau. Wir sehen, dass die Ausweitung des Virus eben immer weiter zunimmt. Gleichwohl dann die Drehung eben der chinesischen Aktienmärkte. Und das hat dann mit dem Nikkei, der etwa 0,8% im Plus schließt, auch den US-Futures geholfen, die jetzt auf Allzeithoch werden. Der S&P bei 3.338, der Nasdaq, wenn wir ihn hier sehen, bei 9.226. Das wird bedeuten für den DAX eben ein neues Allzeithoch. Es hat ja lange gedauert, bis der gute deutsche Leitindex daran jetzt geknabbert hat. Jetzt könnte er es schaffen. Aktuelle Kursstellung 13.629 Punkte. Das bisherige Allzeithoch aus Anfang 2018 war 13.600. Schauen wir uns noch Euro-Dollar an. Was ist da zu berichten? Da sehen wir weiter moderate Dollarstärke 1,1082 Euro-Dollar. Wir sehen das Gold ein bisschen nach unten kommt, 1552, und das amerikanische Crude Oil, das sich auch nicht wirklich erholen kann. Also die Euphorie am Ölmarkt wird jetzt nicht gerade oder widerspiegelt nicht gerade das, was an Risk-On-Modus an den Aktienmärkten der Fall ist. Knapp über der 58er-Marke der Ölpreis. Also schauen wir mal, es sind eigentlich schlechte Nachrichten für das BIP vor allem. Wir haben heute eine gute Nachricht aus Südkorea bekommen. Da ist das BIP im vierten Quartal 2019 stärker gewachsen als erwartet. Gleichwohl das schwächste Jahreswachstum seit 2009, aber immerhin ein Hoffnungszeichen. Wir hatten gestern ja ZDW-Index gesehen, wo eben auch die Konjunktur scheinbar sich mehr erholt. Aber da ist eben sehr viel Stimmung mit dabei wegen dieses Handelsdeals, Phase 1-Deals zwischen den USA und China. Und es sind eben Analysten und nicht Unternehmenslenker, die sind sehr pessimistisch, wie ich gestern gezeigt hatte. Ich weiß nicht, ob ich die Grafik, habe ich die noch da, habe ich nicht mehr da. Jedenfalls war das da so, dass 53% aller CEOs für die nächsten 2 Jahre ein schwächeres Wachstum erwarten, die höchste je erreichte Zahl. Also die Firmenlenker sind eigentlich pessimistisch, alle anderen sind optimistisch. Ich hoffe, Sie sind auch optimistisch und sage Servus und Ciao.